Ja, bevor wir darauf zu sprechen kommen, was die Ausrufung des Freistaats in Bayern mit dem nationalsozialistischen Untergrund verbindet, ist es erstmal interessant, wie die Novemberrevolution in Bayern sich zugetragen hat. Dass Bayern genau seit dieser Zeit als Freistaat Bayern gilt oder eben so heißt, das ist die eine Sache. Relativ bekannt ist auch der Name des Linkssozialisten Kurt Eisner. Darüber hinaus, wie hat sich die Novemberrevolution denn in Bayern zugetragen? Was war dort vielleicht das Besondere auch in den Revolutionsereignissen? Das Besondere war zum einen, dass wir Bayern in Anführungszeichen ein bisschen früher dran waren, sogar als die Berliner zum Beispiel, also als der Scheidemann die Republik in Berlin ausgerufen hat oder auch Karl Liebknecht dann die Sozialistische Republik, da war Bayern schon in Anführungszeichen ein Freistaat, denn in der Nacht auf den 8. November 1918 hat Kurt Eisner die Revolution, den Freistaat ausgerufen. Das Ganze ging los mit einer Demonstration auf der Theresienwiese in München. Das kennen auch die Nicht-Münchner, weil es ist der Platz, wo heute immer noch das Oktoberfest stattfindet. Und dort steht eine große Statue, die Bavaria, sozusagen das Sinnbild Bayerns. Und unter dieser Bavaria haben sich damals tausende Menschen versammelt, angeführt von Kurt Eisner. Und haben dort Frieden natürlich vor allem gefordert. Der Krieg war ja immer noch nicht beendet. Und sind dann von dort aus losgezogen, wobei die Masse immer größer geworden ist, zu den Garnisonen, zu den Kasernen in München und haben immer mehr Soldaten auch dazu gebracht, sich dem Ganzen anzuschließen. Was dazu geführt hat, als das Ganze sich dann rumgesprochen hat, bis zum Ludwig III., dem damaligen König von Bayern, dass der dann in Panik aus München geflohen ist. Das heißt, es hat kein Blutvergießen gebraucht. Die Monarchie hat sozusagen von sich aus abgedankt, ist geflohen an den Chiemsee und Eisner hat dann den Freistaat ausgerufen. Das lief alles sehr friedlich ab, bis Kurt Eisner dann am 21. Februar 1909 ermordet worden ist, erschossen worden ist von einem rechtsextremen Attentäter. Da kommen wir sicher gleich nochmal drauf zu sprechen. Danach brach hier in Bayern so ein bisschen das Chaos aus. Es ging hin und her. Die SPD, die ja durchaus rechtsgesinnt war, hat sich verabschiedet aus der Regierung, ist dann nach Bamberg geflohen. Hier in München wurde dann die Räterepublik ausgerufen. Zunächst so eine Art Literaten-Räterepublik, vor allem mit Leuten, die man heutzutage noch kennt, wie Erich Mühsam, wie Gustav Landauer oder auch wie Ernst Toller, also Schriftsteller, Literaten, Anarchisten. Und dann aber, nachdem die abgedankt hatten, nachdem die gescheitert waren, übernahmen die Kommunisten unter Eugen Leviné das Ruder. Und diese Räterepublik hat relativ lange gehalten. Also als in ganz Deutschland schon alle revolutionären Bestrebungen niedergeschlagen waren, blutig niedergeschlagen waren, ja zum Großteil existierte diese Räterepublik in München noch und wurde dann aber, man muss leider sagen, unter Anführung der SPD, der Bamberger Exilregierung, die hat die weißen Truppen Richtung München geschickt und gemeinsam mit rechtsextremen Freikorps ist dann Anfang Mai diese Räterepublik blutigst niedergeschlagen worden. Die Leichen schwammen in der Isar, es gab hunderte von Toten. Das war dann der Beginn der Ordnungszelle Bayern, des reaktionären Rückschlags sozusagen. Da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Zunächst, wir sprechen ja genau am richtigen Tag eigentlich über diese Ereignisse, weil Kurt Eisner, der hat den Freistaat Bayern ausgerufen in der Nacht zum 8. November. Also es ist genau heute vor 100 Jahren geschehen, dass man in Bayern aufwachte und es war alles ganz anders auf einmal. Kurt Eisner ist Ministerpräsident geworden. Du hattest gesagt, er vertritt ja eine intellektuelle, künstlerische, Demokratie- und räteorientierte Version des Sozialismus. Es gibt eben aber von Anfang an aber auch Gruppierungen, die sich gegen diese neue Republik organisieren. Und dazu gehört auch, das hattest du genannt, am 21. Februar 1919 wird Kurt Eisner von einem Rechtsradikalen auf offener Straße erschossen. Welchen Hintergrund hatte diese Tat denn? Woher kam der Täter? Der Täter war sozusagen ein Vertreter der alten Ordnung, ein Adliger, Graf Arco von Valley. Der war wohl, was man heute sagen würde, ein rechtsextremer Einzeltäter, denn er hat seine Tat nur am Vorabend gegenüber seinem Zimmermädchen angekündigt und gesagt, morgen erschieße ich den Eisner, weil der ist ein Bolschewik und ein Jude. Also da merkt man schon, es war sozusagen nicht nur so, die rechtsextremen Bestrebungen gegen die Räterepublik waren nicht nur gespeist aus einem Sozialisten Feindlichkeit, sondern auch damals schon geprägt von tiefsitzenden Antisemitismus. Also der war sozusagen derjenige, der die friedliche Phase der Revolution beendet hat. Es gab aber darüber hinaus durchaus einige Zirkel, die wirklich auch organisiert haben, sich im Untergrund gegen die Demokratisierung, die Eisner ja angestrebt hat. Also das war seine große Parole, die Demokratisierung der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Einrichtung, des öffentlichen Geistes. Dagegen hat sich eine Gesellschaft vor allem eingesetzt, die sogenannte Thule-Gesellschaft.
Das war so ein Geheimbund, der aus dem sogenannten Germanenorden entstanden ist. Und die hatten ein sehr herrschaftliches Domizil. Die waren nämlich im Luxushotel für Jahreszeiten untergekommen und haben sich dort getroffen. Die hatten sich im August, also noch vor der Revolution, gegründet, aber wurden dann sozusagen wirklich zum Kern des rechtsextremen Widerstandes. Da wurden Putschpläne auch geschmiedet. Dieser Putsch konnte aber entdeckt werden und niedergeschlagen werden. Und wurden aber auch dann aus dieser Tudegesellschaft heraus bewaffnete Einheiten aufgestellt, ein sogenannter Kampfbund. Und aus diesem Thule-Kampfbund wurde dann später der berühmt-berüchtigte Bund Oberland. Das war eine der Keimzellen auch schon der SA, muss man fast sagen, der Nationalsozialisten. Und auch einer der Freikorps, die dann eben im April 1919 die Räterepublik so blutig niedergeschlagen haben. Auf diese Niederschlagung würde ich eben auch gerne schauen. Du hattest darüber gesprochen, dass die bayerische sozialdemokratische Exilregierung da ja die Freikorps-Truppen gerufen hat. Und auch da waren Rechtsextreme beteiligt. Was kannst du denn sagen zu dieser Verstrickung? Ja, die SPD hatte da offensichtlich keine Hemmungen. Das hat man ja auch in Berlin gesehen. Nicht umsonst ist ja Gustav Noske, der zusammen mit Friedrich Ebert, dem späteren Präsidenten, maßgeblich ja auch Gegenrevolution gestartet hat, als Bluthund berüchtigt geworden. Und auch die bayerische SPD hat sich leider zum Bluthund gemacht unter dem Ministerpräsidenten Hoffmann. Man hat keine Scheu gehabt, mit Reichswehrtruppen zusammenzuarbeiten und diese sozusagen Richtung München zu schicken. Die Reichswehr hat auch keine Scheu gehabt, mit rechtsextremen Freikorps zusammenzuarbeiten, zum Teil aus Baden-Württemberg, zum Teil aber eben auch aus Bayern. Es gab noch eine recht legendäre Schlacht. Es wurde nämlich dann tatsächlich in München eine Rote Armee in Anführungszeichen aufgestellt unter dem Kommando von Ernst Toller, dem Schriftsteller. Und es gab eine legendäre Schlacht in Dachau, wo tatsächlich die Rote Armee die weißen Truppen noch einmal zurückschlagen konnte. Das war aber tatsächlich nur eine kurze Episode dann der Revolution und die rechten Truppen sind dann tatsächlich, es gibt ja auch Fotos, die das belegen, zum Teil schon unter dem Zeichen des Hakenkreuzes in München einmarschiert. Also das Hakenkreuz hatte schon die Thule-Gesellschaft, die bereits erwähnte, in ihrem Logo und da sieht man dann schon, was sozusagen das auch schon der Kern war von all den schrecklichen Ereignissen, die sich dann in der Folge ereignet haben. Wir haben also die Thule-Gesellschaft als eine frühe völkische Organisation, die auch schon das Hakenkreuz verwendet hat als ihr Symbol. Was man ja auch dazu sagen muss, ist, dass es auch im Zuge eben der Niederschlagung der Räterepublik ja zu einer Art Massaker gekommen ist, wo revolutionäre Mitglieder der Thule-Gesellschaft in einer Schule erschossen haben. Jetzt ist die SPD quasi zurückmarschiert zusammen mit Reichswehr- und Freikorps-Truppen und da ist ja eigentlich das Ziel gewesen, der eigenen Verlautbarung nach, dass demokratische Verhältnisse hergestellt werden sollen. Die bürgerliche Republik, die SPD eben verteidigen wollte gegen die Bolschewisierung, wie sie das genannt hat, und auch eben die bayerische Räterepublik galt als so ein Beispiel des Bolschewismus, was die SPD nicht akzeptieren wollte. Wenn man jetzt sich die demokratischen Verhältnisse in der Zeit nach der Niederschlagung anschaut, dann haben wir eben ja sozusagen einen Mörder, der Kurt Eisner umgebracht hat. Wir haben Mitglieder der Thule-Gesellschaft, die sich rechtsextrem organisieren, auch im Untergrund. Mussten diese Leute denn mit einer Strafverfolgung rechnen? Ja, zum Teil, wobei tatsächlich also eines der schwersten Massaker, die es dann auch im Zuge der Eroberung Münchens durch die weißen Truppen, nämlich gab ein Massaker an katholischen, so eine Art Burschenschaftsverein mehr oder weniger, die wurden von den weißen Truppen fälschlicherweise für Revolutionäre gehalten und wurden dann niedergemetzelt. Ja, das ist nie gesühnt worden. Der Mörder von Eisner, der ja bei dem Attentat dann selber auch verletzt worden ist, weil die Wachen von Eisner auf ihn geschossen haben, der wurde sozusagen wiederhergestellt und dem ist dann ein Jahr später der Prozess gemacht worden. Und da kann man sich vorstellen, da war natürlich nichts mehr übrig von der Revolution und der war für die meisten eher ein Held. Und er ist auch dann tatsächlich zum Tode verurteilt worden, das schon. Aber am nächsten Tag, und daran sieht man, das war sozusagen ein abgekartetes Spiel, am nächsten Morgen schon ist er begnadigt worden zu Festungshaft. Und Festungshaft hört sich ja immer so ganz grausam, als ob man dann in einer fernen Festung irgendwo abgeschieden von der Welt dann sein Dasein fristen müsste. Aber ganz im Gegenteil, die Festungshaft war eine Ehrenhaft mit weitreichenden Privilegien, die man dort hatte, die er dann in Landsberg verbringen durfte. Die Niederschlagung
der Räterepublik in Bayern, die bedeutet dann ja, dass Bayern zu einem Hort der Reaktion geworden ist. Ordnungszelle Bayern, das hast du als Stichwort schon genannt. Und du hast auch genannt, dass sich die Vorgängerorganisation des Nationalsozialismus in Bayern formieren konnten. Auch Hitler war dann dabei. Wie und unter welchen Bedingungen hat sich denn der Nationalsozialismus in der Folgezeit in Bayern formiert? Ja, man könnte bösartig sagen, dass der Staat, insbesondere die Reichswehr, große Hilfe dabei geleistet hat. Also nur einen Monat, nachdem die Räterepublik niedergeschlagen worden ist, hat die Reichswehr einen ihrer Bediensteten, den gefreiten Adolf Hitler, der in die Propagandaabteilung der Reichswehr eingetreten war, nach Lager Lechfeld geschickt. Das ist eine Garnison gewesen südlich von Augsburg. Und man hat Hitler, der ja damals völlig unbekannt und unbedeutend war, als V-Mann, wie es damals schon hieß, eingestellt. Der war dazu da, die Soldaten, die in Lager Lechfeld stationiert waren und unter denen man zu viele Revolutionäre vermutete, wieder auf Linie zu bringen. Das hat er gemacht, offensichtlich. Er hat sozusagen im Sold der Reichswehr, im Sold des Staates, seine ersten Propagandareden gehalten. Er hat auch an seinen Vorgesetzten einen Brief geschrieben, wo er sozusagen seine politischen Ansichten mal zusammengefasst hat. Und da ist alles schon angelegt. Also da schreibt er auch das, er schreibt jetzt noch nicht von der Endlösung der Judenfrage, aber er schreibt mehr oder weniger, das Endziel müsse sein, alle Juden aus Deutschland zu entfernen. Und dieser Brief ist, wie man weiß, auf durchaus Wohlwollen bei seinen Vorgesetzten gestoßen. Und Hitler ist ja dann kurz darauf auch der DAP, der Deutschen Arbeiterpartei, beigetreten, die dann später zur NSDAP geworden ist. Und da war er auch noch im Sold der Reichswehr. Und er war sogar noch im Sold der Reichswehr, als die NSDAP ihr Grundsatzprogramm verabschiedet hat. Also das, man könnte sozusagen in dem Fall tatsächlich von staatlicher Beihilfe beim Aufbau der nationalsozialistischen Bewegung sprechen. Und er hat ja dann in diesem Klima, in dieser Ordnungszelle Bayern, dann auch seinen Putsch vorbereiten können. Und insbesondere im Oberland gab es ganz viele geheime Waffenlager. In dieser Zeit sind auch ganz viele Vereine wie die Technische Hilfsvereine und so weiter gegründet worden. Und es waren eigentlich alles verkappte paramilitärische Organisationen. Denn eigentlich war Deutschland nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg ja in der Armee erstmal verboten, eine größere. Und die haben dort schon trainiert und die offiziellen Kräfte haben weggeschaut. Die Ordnungszelle Bayern also als eine Keimzelle des Nationalsozialismus beziehungsweise als Baustein, der dann mit zum Nationalsozialismus führt. Wenn wir jetzt in der Betrachtung so einen kleinen Sprung machen sozusagen wir wissen jetzt, okay, die Entwicklungen in Bayern haben mit zur Machtergreifung oder Machtübergabe an die Nazis geführt. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist jetzt unser Sprung, da weiß man ja schon, dass sich Rechtsextremismus in Deutschland relativ bald nach 1945 schon reorganisiert hat. Da auch nochmal den Blick auf die bayerischen Verhältnisse. Wie konnten sich rechtsextreme Akteure da organisieren in der Nachkriegsgesellschaft? Was für Akteure waren das? Naja, zum einen muss man sagen, die Nazis waren natürlich nicht weg. Also auch nachdem die Alliierten hier einmarschiert waren. Wir wissen mittlerweile, oder es gibt ganz relativ frisch Hinweise darauf, dass der sogenannte Werwolf, also so eine Guerilla-Organisation, die von Himmler in den letzten Monaten des Krieges gegründet worden ist, sich auch, die haben zwar keinen Guerillakrieg mehr gegen die Alliierten geführt, aber aus diesen Reihen versprengte SS-Leute, Nazis, muss es mehrere Anschläge gegeben haben. Also es gibt einen konkreten Fall, wo der US-amerikanische Offizier, der eigentlich die bayerischen Universitäten von Nazis befreien sollte, auf der Autobahn in seinem fahrenden Auto erschossen worden ist. Also solche Fälle gab es. Dann muss man sagen, in Bayern sind auch große Verlagshäuser entstanden. Also ich denke da an Gerhard Freis DVU, der hier ja auch die Nationalzeitung gegründet und herausgegeben hat, immer betont hat, was für enge Beziehungen er insbesondere auch zur CSU habe. Ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber auch in Coburg, wo zum Beispiel das Magazin Nation und Europa erschienen ist, von einem derjenigen, der im Übrigen der Vordenker dieser Werwolf-Guerilla-Taktik gewesen ist, also eine explizite Neonazi-Zeitung. Und dann natürlich, ich meine, das berühmteste Beispiel 1973 ist in Bayern die Wehrsportgruppe Hoffmann gegründet worden von Karl-Heinz Hoffmann. Und das ist ja, wie soll ich sagen, eine Keimzelle auch des Rechtsterrors gewesen. Also es gab einen Mordanschlag auf einen jüdischen Verleger und seine Lebensgefährtin in Erlangen 1980. Da war die Wehrsportgruppe zwar schon verboten, aber in Bayern hat man das nicht so sonderlich ernst genommen mit der Verfolgung offensichtlich. Und natürlich das Oktoberfestattentat im September 1980, wo ja immerhin 12 Menschen und der Attentäter ums Leben gekommen sind. Auch das geht auf Konto eines Hoffmann-Anhängers.
Also man muss leider sagen, dass auch die NPD-Parteizentrale lange in Bayern war. Also die haben sich hier schon recht wohl gefühlt. Dann wären wir, denke ich, bei dem Punkt angekommen, wo wir nochmal nachvollziehen können, was die Überschrift deines Textes in der Taz bedeutet, der für mich ja Anlass gewesen ist, dich zu fragen, ob du mit mir sprechen möchtest. 100 Jahre Freistaat Bayern, 100 Jahre NSU, das ist die Überschrift dieses Textes, den du in der Taz veröffentlicht hast. Wenn du das nochmal ausführen könntest, inwiefern lässt sich denn zwischen dem Agieren des NSU, auch in Bayern, eine Kontinuität herstellen zu diesem Geschehen vor 100 Jahren? Die späteren Mitglieder dieses Kerntrios, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, waren ja vor 1998, das wissen wir, mehrfach in Bayern. Also sie haben an Partys in Nürnberg teilgenommen, sie haben an irgendwelchen Kiesgrubenfesten in Straubing teilgenommen, sie sind aufmarschiert in München, als es gegen die sogenannte Wehrmachtsausstellung demonstriert wurde, einer der größten Nazi-Aufmärsche überhaupt damals, ich glaube 1997 war es. Also die waren hier regelmäßig da. Und dann sind sie untergetaucht, haben ihren ersten Sprengstoffanschlag in Nürnberg verübt, 1999 auf eine Pilzbar. Und sie haben ihren ersten Mord in Nürnberg im Jahr 2000 verübt, auf einem Blumenhändler in Waschimschek. Und sie haben überhaupt von ihren 10 Morden, die sie verübt haben, 5 in Bayern verübt. 3 in Nürnberg, 2 in München. Und meiner Ansicht nach kann es kein Zufall sein. Und meiner Ansicht nach müssen sie hier auch Unterstützer und Helfer gehabt haben. Das ist nur nie ermittelt worden. Und wir wissen, dass auch in diesem Zusammenhang ja bei der Entstehung des NSU zumindest auch V-Leute des Verfassungsschutzes, insbesondere eine Person, Kai Dalek, eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Der hat nämlich in Thüringen sozusagen Strukturen geschaffen, auf denen dann sozusagen erst der Thüringer Heimatschutz und dann später auch der NSU erwachsen konnte. Und wenn man sich das anschaut, dass sozusagen vor 100 Jahren schon mit staatlicher Duldung zum Beispiel ein V-Mann namens Adolf Hitler seine Nazi-Organisation gründen konnte, wie er geduldet wurde, wie er auch nicht angemessen strafverfolgt worden ist. Also er ist ja nach seinem Putsch nicht etwa zum Tode verurteilt worden, wie es eigentlich im Gesetz steht, sondern auch zu Festungshaft, zu Ehrenhaft. Ja, wir kennen das Urteil im NSU-Prozess. Beate Zschäpe ist zwar verurteilt worden zu lebenslanger Haft, aber ihre maßgeblichen Helfer zu relativ milden Strafen. Das Umfeld wurde nie aufgeklärt. Also ich finde, da kann man schon Parallelen ziehen, dass in diesen 100 Jahren eben der rechtsextreme Sumpf, der mit dem Freistaat sozusagen entstanden ist, der bis heute nicht in dem Umfang trockengelegt wird, wie es eigentlich nötig wäre.